Hallo, ich bin das Chor von Spaniens Genusswelten. Heute mache ich uns typische Magdalenas. Was sind Magdalenas? Das sind süße Küchlein, die oft zu einem Kaffee genossen werden, sei es zum Frühstück oder am Nachmittag. Und da wir heute so ein bisschen regnerisches Wetter haben, werden wir nachher einen Kaffee trinken und diese süßen Teilchen, die Magdalenas, essen. Wie sie euch typischerweise wie in Spanien gelingen, erfahrt ihr mehr dazu gleich. Was brauchen wir für die Magdalenas? Wir brauchen relativ wenig Zutaten. Wir brauchen 130 Gramm Zucker, 80 Gramm Öl, 120 Gramm Milch, 170 Gramm Mehl, ein bisschen Orangenschale gerieben und in Pulverform, 8 Gramm Backpulver und 2 Eier. Wir fangen an, erstmal die Eier aufzuschlagen und geben sukzessive Zucker dazu. Und zwar so lange, bis die Eiermasse so leicht schaumig und hell wird. Woran erkennt ihr, dass der Teig die geeignete Konsistenz jetzt erreicht hat? Wir sagen in Spanien Punto Cinta. Punto Cinta heißt, dass es so Fäden zieht und dass der Faden sich nicht unterbricht. Genau. Das haben wir jetzt hiermit erreicht. Ja. So, jetzt kommt das Öl dazu, und zwar seitlich. Ich habe jetzt hier das Öl von Martinica. Ich zeige euch das gerade auch nochmal in die Kamera, und zwar das hier. Das nehme ich sehr gerne auch zum Andünsten an, eignet sich aber auch hervorragend zum Backen, weil es nicht so intensiv nach Olivenöl schmeckt. Es ist sehr mild, es ist von der Olivensorte Empedre. Bevor ich das Mehl jetzt hier in die Eiermasse gebe, mische ich noch das Backpulver runter. Warum macht man das? Damit halt eben auch keine Teigklumpen entstehen und auch im Ofen der Teig selber gleichmäßig aufgeht. Ja, also ich werde das hier so ein bisschen nur vermischen. Hoppala. So. Und werde es dann auch noch durch das Sieb hier geben, damit auch keine dicken Klumpen sind. So, die letzte Sequenz, die rühre ich jetzt noch mit dem Schneebesen, mit dem einfachen, und stelle den Teig jetzt gleich für 2 Stunden in den Kühlschrank. Das hat tatsächlich auch meine Oma gemacht, mütterlicherseits. Das war heute so ein bisschen die Inspirationsgeberin für das heutige Rezept. Immer wenn wir in Urlaub gefahren sind, habe ich heute noch im Auge, dass in Segovia in der Wohnung, wir hatten so einen langen Flur, und auf diesen langen Flur, auf den Sideboards, gab es so eine große Fläche, wo sie süße Teilchen gemacht hat. Unter anderem auch diese Magdalenas. Und ich glaube, Magdalenas gehen immer. Wenn euch die Rezeptideen gefallen, dann lasst uns gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal. Kommentiert auch unten fleißig, wenn ihr Rezeptideen habt. Wir versuchen in den nächsten Videos darauf Einfluss zu nehmen. So, jetzt ist der Teig perfekt. Warte, du tust alles voll sauer. So, die Masse ist jetzt schön dickflüssig kalt
aus dem Kühlschrank kommen. Die füllen wir jetzt eben in diese Muffinforms ein. Ich habe sie ganz lustig mit Herzchen. Wichtig dabei ist, wenn man bei den Madalenas eine Zuckerspitze haben möchte, dass wir oben drüber so einen halben Teelöffel Zucker auch hinzugeben. Die Madalenas jetzt wandern für knapp 15 Minuten auf 200 Grad Umluft in den Ofen, bis die so richtig hochsteigen. So, die Madalenas sind fertig. Ich bin total begeistert, weil es diese typischen Kobottes, diese Zuckerhütchen auch mir gelungen sind. Die lassen wir jetzt abkühlen, gute 2 Stunden, auf so einen Gitterrost. Und dann wandern die auch in so eine Metalldose. Und dann kann man dann Kaffeekränzchen, was auch immer, zum Frühstück eine Madalena dann essen. Im Übrigen die Dose hier hinten, das ist tatsächlich noch die Dose aus meiner Kindheit, die bei meiner Oma in Segovia stand. Hier kamen die Madalenas auch immer rein. Wie, ich muss noch 2 Stunden warten? Ja, die sind noch warm, Schatz. So, 12-mal habe ich es, glaube ich, hingekriegt. Nur welchen probiere ich jetzt? Ich glaube, ich nehme den hier. Ein bisschen Zucker runter, macht aber nichts. So, und jetzt schauen wir mal, ob die innen drin auch schön fluffig sind. Mmh. Und alle für mich. Du kriegst keinen. Und meine Oma wäre sehr stolz heute auf mich. Sind sehr, sehr fluffig. Ganz feine Orange. Ich glaube, ich muss noch eine zweite essen gleich. Bis auf bald, meine Lieben. Tschüss!